Im Namen Gottes des Gnädigen, des Barmherzigen, herzlich willkommen, liebe Geschwister im Islam, zu einer, ja, ich muss immer dasselbe sagen, zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal mit einem Bruder, der auch ein Freund von mir ist. Am besten, Bruder, du stellst dich selber kurz vor. Wie ist dein Name, Ari? Ja, mein Name ist Abdurrahman bin Ahmad Ali Idrus aus Indonesien. MashaAllah, wir nennen dich einfach Anis. Genau, Anis. Ja, genau, das ist ein bisschen kompliziert. Okay, Bruder Anis, woher kommst du ursprünglich? Genau, also ich komme ursprünglich aus Indonesien mit jemenitischer Abstammung. Das ist sehr wichtig, also, ja. Okay, warum war das jetzt wichtig, dass es jemenitische Abstammung ist? Genau, und zwar folgendes. Also ich komme ursprünglich aus einer sehr religiösen Familie. Mein Großvater väterlicherseits war ein sunnitischer Rechtsgelehrter. Mein Urgroßvater mütterlicherseits war auch ein sunnitischer Qadi, also sunnitischer Richter in Indonesien. Und also wir waren auch sehr religiös erzogen. Und ja, nächste Frage. Bruder, also das ist ja schon mal sehr interessant. Du hast gesagt, du hattest sogar Richter und Rechtsgelehrte bei dir in deiner Familie. Letztendlich, soweit ich es ja weiß, ist es ja so, dass Indonesien ja also das größte islamische Land eigentlich ist. Ich weiß es nicht von der Bevölkerung, denke ich mir mal, es ist das größte, kannst du dann besser sagen. Und es ist ja eigentlich aber sunnitisch geprägt. Jetzt würde man ja eigentlich mal erstmal von ausgehen, so in der Regel sage ich jetzt mal, dass du ja von der Religion her sunnitisch bist. Aber es ist so, dass du ja auch letztendlich einen neuen oder eine neue Facette des Islams für dich als richtig empfunden hast. Wie kam das? Also wie kann denn jemand, dessen Onkel ein Richter ist, ja, oder dessen Großvater ein Richter ist, wie kann dieser Mensch, der ja wirklich so geprägt ist, trotzdem zu Ahlul Bayt finden? Also das würde mich interessieren, wenn du uns das mal ein bisschen und den Brüdern und Schwestern was erklären kannst, Achi. Ja, es war auch sehr interessant und also wie ich schon erwähnte, dass mein Großvater war ein sunnitischer Rechtsgelehrter war, also ein Urgroßvater auch mütterlicherseits, väterlicherseits und wir sind ja Schafiiten und wir sind auch noch, es gibt eine sogenannte Tariqah Bani Alawi in Indonesien, also das heißt, wir lieben die Ahlul Bayt schon, also wir machen auch Maulud, wir feiern Geburtstag von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganz normale Sunniten haben nichts mit irgendwas Böses zu tun. Nun, mein Großvater väterlicherseits ist dann irgendwann gestorben und er hatte sehr viele Bücher in seinem Schrank und ich war 10 Jahre alt oder 11 Jahre alt und dann kamen viele Leute und haben seine Bücher geklaut. Dann hat dann meine Großmutter gesagt, räum mal den Schrank auf und ja, dann habe ich dann irgendwann angefangen aufzuräumen. Dann habe ich das Buch dann gefunden, also ich habe das Buch über Karbala dann gefunden. Und dann habe ich das Buch gelesen und dann hat sich dann mein Leben irgendwie, also mit 10 Jahren, dann habe ich dann darüber nachgedacht. Und ich bin in, so wie auch alle anderen religiösen Familien in Indonesien, bin ich auch brav in die Koranschule gegangen, habe dann alles gelernt, Fiqh, Tauhid und alles gelernt. Und dann nach diesem Buch, dann ging der Streit los, und das habe ich dir auch schon mal erzählt, warum, diese Geschichte ist doch sehr wichtig, warum habt ihr denn noch nie erzählt, habe ich die Lehrer gefragt. In der Koranschule habe ich das gesagt. Wieso wird das nicht erzählt über Karbala? Warum über die anderen Sahaba von Rasulullah 10 Seiten und über Imam Ali nur eine Seite? Das ist eine sehr wichtige Person und das ist jetzt Ibn Rasulullah Hassan wa Hussein war eine sehr wichtige Person. Warum sind nur so wenig? Und dann all diesen Fragen. Und dann habe ich dann auch von Hintertür bekommen, dass mein verstorbener Großvater gesagt hat, dass mein verstorbener Großvater kurz vor seinem Tod hat er gesagt, dass Schia Recht hat. Und dann habe ich dann angefangen dann zu
zu suchen, und zu dem Zeit in den 80ern, dann kamen dann auch viele Bücher aus dem Iran, von Ali Shariati, von Sheikh Mutahhari und so weiter, die habe ich dann alle gelesen. Und ja, aber wie gesagt, also leider zu dem Zeitpunkt gab es in Indonesien noch keine Fuqaha von Jafariten. Und also mein Glaube an Wilayah von Imam Ali, sage ich mal, hat schon sehr früh begonnen. Aber gut, also wie gesagt, weil da noch keine Jurisprudenz von Jafari ist, dann konnte ich das nicht, praktizieren, meinen Glauben, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Okay. Soll ich weiter erzählen? Ja, wenn du das Mikrofon nicht direkt. Also, ja, genau. Also, kann ich ja weiter erzählen? Genau, dann bin ich nach Deutschland gekommen, dann habe ich gesagt, oh toll, dann werde ich hier meine schiitische Freunde treffen in Deutschland. Da sind dann, ja, also wo ich denke, da sind dann halt die Perser. Und dann habe ich dann persische Leute kennengelernt, und dann habe ich dann natürlich erzählt, habe ich natürlich erzählt von meiner Begeisterung von Shia, und ich möchte es von denen gerne lernen, aber leider sind die persischen Freunde waren nicht so gläubig. Ich habe sogar Tadel und Verfluchungen und so weiter bekommen. Bis, also ich habe wirklich sehr lange gesucht, bis ich dann euch Bruder gefunden habe. Also, wenn ich das mal kurz sagen. Also du bist dann nach Deutschland gekommen und hattest hier erstmal kam so die große Enttäuschung, weil du ja gedacht hast, so die Schia, da sind ja meistens jetzt auch Iraner gewesen, so, das war ja auch in den 80ern durch die Revolution, war das eigentlich so eher bekannt gewesen. Ja, und dann kam man hier, war man natürlich sehr enttäuscht, ne, weil man dann festgestellt hat, dass die Iraner, die hier sind, leider muss ich sagen, sind sehr nette Menschen auch, aber viele von ihnen leider haben den Bezug zur Religion verloren, ob bewusst oder unbewusst, muss man leider sagen. Und aber Alhamdulillah, du bist dann, hast aber nicht aufgegeben, hast dich also nicht unterkriegen lassen und hast letztendlich dann Menschen gefunden, die deinen Glauben teilen. Das heißt, eine Sache ist mir nicht ganz klar geworden. Wo war der Zeitpunkt für dich, wo du letztendlich Schia geworden bist? War das schon in Indonesien der Fall gewesen oder erst in Deutschland, wo du dann nochmal mit schiitischen Studenten oder was auch immer in Kontakt gekommen bist? Vielleicht das nochmal. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, der Glaube an Wilayah von Imam Ali war schon in Indonesien. Aber praktiziert, wie gesagt, in Deutschland. Also in Deutschland war ich selber auch noch in sunnitischen Kreisen noch sehr aktiv. Ich habe in Bilal-Moschee hier in Aachen auch sehr aktiv gewesen. Aber irgendwann konnte ich das auch nicht mehr, weil ich habe gesagt, ist für mich, also nicht gegen Sunniten, das ist für mich nicht die Wahrheit, weil ich weiß, das ist Wilayah von Imam Ali, das muss irgendwie einer mit mir machen. Und dann bin ich dann in Hamburg, dann bin ich nach Hamburg gezogen irgendwann, und dann durch Schicksal bin ich dann gejoggt über den Alster, und dann habe ich dann, genau, dann habe ich dann die Imam Ali Moschee gefunden, dann habe ich dann meine Mutter angerufen und ich habe gesagt, Mama, ich habe die Imam Ali Moschee gefunden. Und dann bin ich dann dahin gegangen und dann habe dann angefangen zu beten, Leute kennenzulernen, und Alhamdulillah. Ja, also das am besten ein Salawat dafür. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ich bedanke mich erstmal für das Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Bruder. Eine letzte abschließende Frage hätte ich dann aber doch. Und zwar, wie ist die Situation in Indonesien? Gibt es da schiitische Gemeinden mittlerweile? Also wir sind jetzt im Jahr 2011. Gibt es da mittlerweile? Ich habe mal was darüber gelesen, aber vielleicht weißt du es besser als ich. Es würde vielleicht die Zuschauer noch mal kurz interessieren. Einfach eine allgemeine Information, wie ist das jetzt aussieht, lieber Bruder? Also ich kommuniziere auch jetzt sehr viel mit den schiitischen Brüdern in Indonesien. Das ist insgesamt
insgesamt von 250 Millionen Einwohnern, wir haben 250 Millionen Einwohner, 90% davon sind Moslem und 98% davon sind sunnitisch, also wir sind mit 1 bis 2 Millionen Schiiten in Indonesien. Und also wie ich zu dem Bruder Hamza eben erzählt habe, also wir werden auch echt wirklich von unseren Feinden sozusagen massiv verfolgt und massiv richtig schlimm. Aber so wie Rasulullah gesagt hat, wenn du Schia von Imam Ali bist, dann bereite dich auf viele Feinde vor. Ne? Gutes Schlusswort. Ja. Kann er ein Schlusswort auf Indonesisch mal sagen? Ja, genau. Vielleicht könntest du auf Indonesisch, was könnte man am besten sagen? Wie bitte? Irgendwas, ein Schlusswort, leichtes Schlusswort. Ja, genau, vielleicht könntest du mal. Warum nicht? Also, vielleicht könntest du etwas auf diese Sprache so zum Schluss sagen. Also, ich verabschiede mich schon mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Also, wir freuen uns jetzt auf deine Indonesisch-Künste. Dann übertreib nicht, wir haben nicht so viel Zeit. Ich erlebe das kurz. Kepada saudara-saudara muslimin di Indonesia, kita sering berdiskusi dan oleh karena itu carilah kebenaran. Karena insya Allah siapa yang mencari kebenaran, Allah juga akan memberinya petunjuk. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.